Hallo YouTube, wie geht's euch? Ja, heute will ich euch was zur Leica Q2 erzählen. Das ist hier momentan meine. Eine ganz tolle Leica Q2 Dawn by Seal. Die habe ich mir hier noch so ein bisschen mit so einer goldenen Sonnenblende gepimpt, weil ich das eigentlich dazu optisch ganz schön finde. Q2, ich habe ja lange Zeit eine alte Kuh gehabt und muss sagen, habe auf die immer geschwört und habe gesagt, Q3 und so weiter muss nicht unbedingt sein, bin ich auch nach wie vor noch der Meinung. Aber so langsam, muss ich sagen, habe ich mich jetzt mit der Q2 auch angefreundet und habe die jetzt tatsächlich getauscht. Also Kuh, das Original ist weg. Die Q2 ist jetzt da und damit mache ich jetzt im Grunde genommen, damit habe ich jetzt vor kurzem zwei Hochzeiten fotografiert. Also wirklich 100% der Aufnahmen auf der Hochzeit sind mit der Kuh entstanden, mit der Q2 entstanden. Und ich muss sagen, momentan in 2024 stellt sich jetzt wirklich die Frage, wenn man ins Leica Q-System einsteigen will, was holt man sich? Holt man sich die Originale? Holt man sich eine Q2 oder gibt man viel Geld aus und holt sich gleich die neue Q3, wo man natürlich dann das Klappdisplay hat und so weiter. Ja, und ich muss sagen, der absolute Schnapper momentan, denn die Preise bei der Q sind wirklich relativ stabil. Die liegen wirklich um die 2000 Euro. Die geht da nicht wirklich drunter. Also wenn man mal eine findet, die drunter liegt, dann ist sie aber auch schon wirklich ganz schön abgerockt. Also dann weiß ich nicht, ob man die jetzt unbedingt haben will. Die Q3 liegt nach wie vor, ich sag mal, bei 5 bis 5,5. Aber die Q2 ist ganz schön im Preis gesunken. Jetzt vielleicht nicht diese Sondereditionen wie die Reporter und die Greg Williams und hier die Dawn by Seal. Aber die normale Q2 kriegt man wirklich schon für knapp unter 3. Und da muss ich sagen, wird es dann wirklich interessant, denn hier habe ich A, den größeren Akku, der hält wesentlich länger als bei der alten. Ich habe natürlich auch bei dem Sensor, ich habe den 47 Megapixel Sensor, also ich kann wesentlich besser noch reinkroppen, als ich das bei der alten auch schon kann. Jetzt hier, damals muss ich immer sagen, der Autofokus hat mir nicht so wirklich gefallen. Weiß ich nicht, der war irgendwie im Vergleich zur alten langsam, ungenau, hat öfter mal bei Lowlight so ein bisschen gepumpt und hat den Fokus nicht wirklich gefunden. Ich weiß nicht, ob sie das mit irgendeinem Software-Update jetzt hingekriegt haben. Jedenfalls jetzt so bei den ersten ein paar hundert Bildern ist mir dieses Ding nicht mehr aufgefallen. Also weiß ich nicht. Wenn da einer was weiß, schreibt es doch einfach mal bitte unten rein. Würde mich mal interessieren. Ich habe jetzt dazu nichts gefunden, aber offensichtlich hat sich da irgendwas ganz eindeutig verbessert. Ja, momentan ist das jetzt hier meine Arbeitskamera quasi. Ja, ansonsten, wie gesagt, habe ich ja noch das M-System für die Seele, für wenn ich einfach rausgehe und fotografiere, was für mich mache. Aber bei der Arbeit habe ich wirklich die dabei. Q2 in 2024 würde ich mir wirklich mal angucken. Also Preis-Leistungs-Verhältnis, muss ich sagen, würde ich momentan sagen, besser als bei der Q und wesentlich besser natürlich noch als bei der Q3. Da habe ich zwar noch mal ein bisschen mehr Megapixel, aber wirklich ansonsten muss ich sagen, sehe ich da jetzt außer zu dem Klappdisplay, was ja, wie ich in einem anderen Video, was ich euch hier oben mal verlinke, schon mal gesagt habe, was ich nicht besonders gut gelöst finde, wie man das hier in den Kamerabody tatsächlich integriert hat. Bisschen schade ist es auch, beziehungsweise das musste natürlich sein, dass die Knöpfe dadurch auf die andere Seite gerutscht sind. Was sagt ihr dazu? Habt ihr das Leica Q-System? Welches benutzt ihr? Die 1, die 2, die 3? Sagt es mir doch mal. Oder ja, haltet ihr von dem Q-System gar nichts? Also es ist ja wirklich der Renner bei Leica. Ich glaube, damit machen die wirklich den größten Umsatz. Zumindest war das die letzten Jahre immer so. Ups, jetzt ist er mir noch fast aus der Hand gefallen hier mit dem ollen Gurt. Da muss man wirklich aufpassen.
Ja, nutzen tue ich die Kuh wirklich für meine Arbeiten, die ich damit mache, hauptsächlich halt wirklich Hochzeiten. Und ich würde sagen, ich blende euch einfach mal jetzt ein paar schöne Hochzeitsfotos ein, die ich damit gemacht habe in den letzten Monaten und Jahren. Das ist jetzt nicht alles mit dieser Kamera hier speziell entstanden, aber alles mit dem Q-System. Und ja, könnt ihr mir einfach mal schreiben, wie ihr das findet, womit ihr, so ihr denn Hochzeiten fotografiert, das macht. Und ja, ansonsten, ich bin Christian. Ihr findet mich hier unter Leibner Photography. Ihr findet mich auch bei Instagram unter Leibner Photography. Da sind auch einige meiner Fotos. Da mache ich auch, wie gesagt, andere Sachen. Bin hier östlich von Berlin ansässig sozusagen. Und ja, wenn ihr mal in der Gegend seid, wenn ihr mal in Berlin seid, kontaktiert mich einfach mal, würde mich freuen. Ich connecte mich immer gerne mit Fotografen, die Lust haben, irgendwie mal was zusammen zu machen. Einfach checkt mir eine Nachricht, schreibt mir hier einen Kommentar drunter, kontaktiert mich auf Insta oder sowas und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir mal was zusammen machen. Einfach mal eine kleine Fototour irgendwo, würde mich sehr freuen. Ansonsten danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unbedingt meinen Kanal. Das bringt mich einfach weiter und ja, auch das würde mich sehr freuen. Ich versuche in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen hier Videos zu posten, meistens zum Thema Leica, Fotografie. Ab und zu auch ein paar andere Themen. Und ja, also es hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid und wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dahin, ciao!